Towers sind so zu beschreiben, dass ein großer kompositorischer Entwurf ist, der sich nun seit mehreren Jahren verwirklicht und in dieser Session, der Collide Session, den bisher perfektesten Ausdruck findet. Wenn es uns beide gut gefällt. Das Besondere im Reeperbahn Festival Collide waren jetzt für mich ehrlich gesagt die Dimensionen. So richtig, was uns hier erwartet, wussten wir nicht. Wir haben nur gehört, riesige LED-Wand und in Mannheim. Und dann sind wir nach Mannheim gefahren. 2016 war ein wunderbares Jahr. 2016 ist das Feeling, an einem Ort zu sein und die Jahre vergehen zu sehen, sich darauf beziehen zu können, verschiedene Farben im Kopf zu haben, Dinge manchmal ausdrücken und manchmal nicht ausdrücken zu können. Und all diese Erfahrungen, die irgendwie dazugehört, wenn man so ein bisschen zurückguckt, aber auch nach vorne. Als die Angst mich verlassen, die Kräfte mich suchten. Das ist ja auch eine Referenz bei dem Song von Hildegard Knef. Finde ich, spielt es irgendwie ziemlich direkt auf diese 50er Jahre Ästhetik an, die Farben und die Formen. Wir covern eigentlich sehr, sehr selten. Und bei Hildegard Knef, Insel meiner Angst, hat es sofort Klick gemacht und wir beide wussten, dass wir den spielen wollen. Deswegen haben wir den dann ausgesucht. Insel war Festland und sie kamen an. Und Hildegard Knef, ich höre ihre Musik sehr gerne und bewundere ihre Art zu singen und auch zu schreiben. Ihr autobiografischer Roman, Der geschenkte Gaul, den habe ich letztens erst gelesen, der hat mich tief beeindruckt. Ihre Hilfe mir an. Am Ende durften wir schon mal ein, zwei Schnittbilder sehen und sah ziemlich beeindruckend aus. Als ich das gesehen habe, dachte ich, diese Silhouetten sehen total geil aus. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wie das aussieht in diesem Studio. Es sieht echt aus wie in einem Fernsehstudio der 60er Jahre. Die ganze Erfahrung, die wir heute gehabt haben, in einem Wort zusammenfassen müssten, da musst du mich morgen nochmal anrufen und die Frage stellen. Glaube ich, ja. Bedeutet ist mir immer noch nicht klar.